Hier ist Ronja und zusammen mit der Easy haben wir letztes Mal schon auf ihrem Kanal den Katzensimulator gespielt und es ist ein fantastisches Spiel. Ja, ich habe jetzt auch die coole Mütze, ja. Hey, wir haben das gleiche Outfit, Ronja, guck mal, alles gleich. Sogar unser Rucksack ist gleich. Ja, aber du bist 2 Level über mir. Falls ihr euch nach wie vor wundert, Easy ist immer noch Lia spielt Roblox, weil ihr Account gehackt wurde. Also nein, ich bin Lia, hallo. Wir spielen heute mit Lia. Hola. Wir haben hier diesen Haufen an Katzen, die uns einfach hinterher rennen. Die sieht aus wie ein Schweinchen hier. Unser Plan ist, man kann mit 10 Katzen durch einen geheimen Strudel, und zwar den hier, gehen. Wir haben aber leider erst 4. Apfelstrudel. Beziehungsweise Easy hat 5. Aber yeah. Und ich meine, jeder möchte natürlich gerne wissen, was ist am anderen Ende von dieser Hypnose-Katze. Diesem Strudel. Diesem Strudel. Apfelstrudel, Kirschstrudel, gibt's das? Ja, stimmt. Welcher Strudel wartet auf der anderen Seite auf uns? Ich will Strudel! Was ist dein Lieblingsstrudel? Oh mein Gott, das fragst du mich wirklich? Ja. Oh, ich liebe alles mit so Sahne und Creme und so. Also ich bin zwar Veganer, aber ich esse halt vegane Sahne und so. Also ich mag wahrscheinlich, ja, also sowas halt. Ich mag nicht Apfelstrudel. Magst du den? Ich mag's, aber ich muss sagen, es ist irgendwie... Kommt drauf an. Wenn man Lust drauf hat, dann ja. Wenn nein, dann nein, weil es so zimtig ist immer. Weißt du, was richtig widerlich ist? Zimtkaugummi. Oder andersrum. Das schmeckt gar Zimtkaugummi. Nicht. Zimtkaugummi. Ja, das kenne ich. Das hat mir meine Mutter mal mitgebracht aus irgendeinem Land. Und, oh. Aus irgendeinem Land. Ja, meine Mutter ist in letzter Zeit in so einer widerliches Reise, keine Ahnung was. Und dann bringt die immer Sachen mit. Und dann so, ja, ich habe hier Zimtkaugummi. Ach ja, danke, Mama. Danke, Mama. Genau. So läuft es nämlich. Man muss sich immer nett bedanken. Es ist ja so. Ja, da, genau. Das war, was ich mit der Geschichte erzählen wollte. Ja, ich verstehe dich gut, Ronja. So, ich erst ich kann alles nachempfinden, was du erzählst. Wo bist denn du gerade? Ich bin bei der Anfangskatze, aber renne jetzt rüber zur Detektivkatze. Okay, ich renne auch gerade rüber. Ach, du bist hier hinter mir. Ich bin hinter dir. Ich folge dir. Guck mal, hast du auch schon. Ich habe blaue Schuhe jetzt. Ja, ich nicht, leider. Ich schau dir einfach alles weg. Ja, ist echt so. Die Easy behindert mich. Aber du bist schneller als ich. Ich erst 2 Level, ne? Weniger dran. Ja, weil ich dir immer alles klaue. Einfach vor mir herrennst. Genau. Und alles klaust. So, wenn ich jetzt keine Katze krieg, ne, dann gibt's ja aber Stress. Du kriegst oben erst die Katze, glaube ich. Du musst Wollknäuel sammeln. Hast du noch keine Wollknäuel gesammelt? Ich habe keine Wollknäuel gesammelt. Wofür sammle ich? Ja, dann komm mal mit, dann zeige ich dir mal, wo man Wollknäuel sammelt. Ja, dann mach das. Los, okay, komm. Schon los, beeil dich, komm mit. Du klaust schon wieder. Komm mit. Entschuldigung. Was soll ich denn Dame? Machen? Entschuldigung. So, soll ich nichts sammeln oder was? Ja. Okay, dann sammle ich halt nichts mehr. Ich gehe einfach allem aus dem Weg. Ich versuche hier. Mist, ich habe einen Wollknäuel gesammelt. Ja. Was muss ich jetzt tun? Stell dich in die Ecke und schäm dich. Es tut mir leid. Ronja, bitte vergib mir. Niemals. Niemals? Ich weiß nicht, ob ich das jemals vergeben kann. Ich werde nie wieder einen Wollknäuel anfassen in meinem ganzen Leben. Okay. In mein 7 Leben, weil wir sind ja heute Katzen und so. Oh, neue Katze. Okay, sehr gut. Danke für den Tipp. Danke, ja. Level was hast du für eine? Katze. Warte. Ich habe Cuddles. Sie ist pink und hat Herzchen drauf. Nein, wirklich? Doch, aber sie hat so oh mein Gott, zeig mal her. Gesicht. Siehst du sie? Warte, er will mir noch oh mein Gott, die ist ja mega pink. Schon wieder gelevelt. Ich habe gar nichts gemacht. Was ist denn da los? Echt? Ich bin Level 8 jetzt auch schon. Komisch. Ja, ich habe gerade nichts abgegeben und auf einmal hat er gesagt, ey, level up. Level up? Ja, nice. Warum nicht, ne? Irgendwann kaufe ich mir so Farbe, die sich so rauswaschen lässt, die man einfach nur so als Pigmente in Spülung macht und dann male ich meine weiße Katze damit an oder so. Sag mal, was machen wir? Darf ich mal ganz kurz fragen, was wir hier machen müssen? Dance, sagt er mir. Ich soll dancen. Dann okay, müssen wir... Neue Disco-Boxen. Zu 40% kriege ich Dance, zu 40% kriege ich eine Katze und zu 20% kriege ich ein Outfit. Ich habe eine Tanz gekriegt. Ja, toll. Den wollte ich nicht. Ich wollte eine Katze. Welchen hast du bekommen? Ich habe La Cucaracha. Ja, den habe ich auch. Ah. Das, wow. Weißt du, was das heißt, Cucaracha? Ich glaube Kakerlake, oder? Yeah. Das haben wir in der Grundschule mal gesagt, das lehnt. Das ist das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist. Die Kakerlake, die Kakerlake. Wer schreibt eigentlich, wer muss so verrückt sein und ein Kakerlakenlied schreiben? Wer macht sowas? Das ist eine Frage. Ich hatte gestern eine Spinne im Bad und habe geweint. Ich konnte kein ganzes Lied über Kakerlake schreiben. Oh, ich habe irgendwie, vor Spinnen habe ich gar nicht so Angst, aber so vor allem, was fliegt, so Schnaken und so diese...
mit diesen langen Beinen, die kann ich gar nicht haben. Mir hat letztens einer eine Spinne in die Federtasche gemacht. Was meinst du, wie ich mich... Und dann habe ich die aufgemacht, das ist ja gemein. Weißt du? Und habe geschrien und alle haben mich ausgelacht. Das war richtig, richtig mies. Das ist aber auch fies. Also wer macht denn sowas? Ja, das weiß ich auch nicht. Verrückte Menschen. Verrückte Menschen. Ich habe mich zum Weinen gemacht. Oh. Ja. Ich habe ein neues Gift bekommen. Gift? Level 9. Ja, Geschenk halt. Also, okay. Ich habe ein neues Gift bekommen. Da kannst du easy spielen, cool. Ganz anderes Spiel. Die kriegt zwar selber nicht mehr Katzen, aber ich schalte einfach Mitspieler aus. Ist auch nicht schlecht. Weißt du, was ich überlegt habe? Meinst du, es gibt ein Spiel, wo man einfach eine Katze sein kann? Das wäre voll gut, ne? Das wäre voll süß, ja. Das glaube ich nämlich auch. Ich weiß nicht, gibt's das? Falls irgendjemand von euch das mal gesehen hat oder gespielt hat, dann schreibt das mal in die Kommentare. Obwohl, nee, bei Roblox kann man keine Kommentare schreiben. Bei dann Roblox schreibt nicht. Schreibt das in irgendein Video, wo Kommentare funktionieren. Und dann... Schreibt mir einen Brief! Schreibt einen Brief! Ich will einen Brief haben. Mir hat schon seit Jahren keiner mehr einen Brief geschrieben. Ehrlich, ich hatte sogar zeitweise so eine Fanpoststelle. Und dann haben mir die Leute richtig Briefe geschrieben und Bilder gemacht. Und das war super süß. Nein, das ist ja voll cool. Doch, und dann wurde die von der Post geschlossen, weil ich irgendwie 2 Wochen im Urlaub war und vergessen habe, das denen zu sagen. Und dann waren die so, ja, es wirkt so, als ob das inaktiv ist. Wir haben ihn mal gekündigt. Danke. Alles klar. Für gar nichts. Oh, das ist ja richtig mies. Ja. Wie weit bist du? Wie viele Katzen hast du? Ich habe. Warte, lass mich kurz durchzählen. Ich habe so musst du schon viele. Zählen, ja? Ich war hier 5. Ich habe 5. 1. Meine Katzen heißen Sox, Rusty, Cuddles, Boo und Olli. Wirklich? Ja. Katze 1, Katze 2, Katze 3, Katze 4, Katze 5. Weißt gleich du, kommt noch Katze 6 dazu. Also, wofür diese kleine 1 über den Katzen steht? Was? Da steht doch immer so eine 1 über den Katzen. Eigentlich nicht. Hä? Doch. Achso, das ist bestimmt das Level. Du kannst sie ja aufleveln. Du kannst die Katzen aufleveln? Ja, bestimmt. Oh, das My Cats, genau. Ich hab Smokey zum Beispiel und Smokey hat eine 2. Ehrlich? Warte mal, ich mach jetzt mal... Kann ich nichts klicken, passiert nichts. Schade. Dann halt nicht. Aber ich habe jetzt eine neue Katze bekommen. Ehrlich? Dann kannst du ja gleich schon die 6-Katzen-Tür öffnen. Die 6 Katzen? Da gibt es eine Tür für? Ja, ja, die ist hier bei den Trampolinen, bei den 3. In der Nähe. Oben in der... Ach, wirklich? Wollknäuel-Landschaft. Ja, dann geh dir mal auch eine 6. Katze holen, ja, dann komme ich zu dir. Ich sammle Wollknäuel wie keine 2. Warte. Achso, ich habe mir die mit den anderen Sachen, mit diesen Fußstapfen wieder geholt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie relevant ist. Ich darf noch mehr abholen. Ich darf von allem eins abholen quasi. Okay, cool. Dann wird ihr hoffentlich ein Kätzchen mit dabei sein. Ja, hier. Anders. Aber ich finde immer noch nicht die 6 Dingertür. Jetzt habe ich auch blauen, blauen Schuhe. Okay. Oh yeah, die sind schön. Stütze ich mich kurz hier runter. In den Abgrund und dann geht's zur Entdeckerkatze. Und wo siehst du, wie viel Geld? Achso, da. Geld hast du oben. Kann man sich da schon was kaufen? Man kann sich hier Schuhe kaufen, mit denen man schneller ist. Das geht ja. Jetzt habe ich lila Schuhe. Ich will gar nicht so viele Schuhe. Gebt mir Katzen. Die 2. Das Spiel weiß nicht, was ich will. Und für 50 Robux kriegst du Roller Skates. Warum nicht, ne? Ja, ich habe keine 50 mehr. Ich glaube, ich habe meine ganzen Robux ausgegeben. Ich habe 49 oder irgend sowas. Nein! Doch. Was will man denn mit 49 Robux? Nichts neu kaufen. Doch, hier gibt es süße Sachen. Na gut, okay, ich bin oben. Also wenn du... Ach, da bist du ja. Warte, ich muss... Ah, nee, ich will nicht zur Anfangskatze. Ich habe das Gefühl, die gibt dir nie was Gutes. Die gibt einem immer nur Geld, ne? Was soll man denn mit Geld? Nichts. Oh, das Geld! Ich hasse Geld, ja. Echt so. Wer will das schon, ha? Huh? Ich gehe zur Anfangskatze. Ciao. Ja, ich komm mit, komm. Oh, die ist so nah hier. Und zack. Was kriege ich? Bitte eine Katze, bitte eine Katze, bitte eine Katze. Gar nichts. Ah ja. Ach wirklich? Sehr gut. Aber Level up. Komm schon, Spiel, gib mir eine Katze. Wenn das jetzt nochmal Schuhe sind. Nee, ist eine Katzenmütze, okay. Wollte schon pöbeln. Welche Farbe hast du? Rot. Ah, die habe ich auch schon. Okay. Dann müsstest du als nächstes, glaube ich, die Katze kriegen. Ja, ich hoffe es. Hast du die Level 10 gekriegt? Weißt du das? Muss ich bis zum Level einfach? Ja, ich glaube, Level 10 habe ich die gekriegt, genau. Alles klar. Das ist erreichbar. Level 10 kriege ich hin. Dann sammle ich jetzt hier noch weiter Tatzen. Ich habe weiße Schuhe bekommen. Guck mal. Weiße Schuhe? Bin bei dir. Aber die weißen sind also schick.
Deine sehen aus wie Hasenschuhe so ein bisschen. Ja. Ich dachte, das ist ein Katzensimulator. Warum habe ich Hasenschuhe und einen Hunderucksack, ha? Huh? Das soll irgendjemand erklären. Das ist ja komplett Quatsch. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich brauche noch ein Wollknäuel. Ich finde keins. Ein einziges Wollknäuel. Auch hier sind ganz viele neue. Alles gut. Okay, perfekt. Ich hole jetzt meine Wollknäuelkatze ab. Wenn das jetzt nichts wird, dann bin ich aber stinkig, du. Das sag ich dir. Ja. Ich bin immer stinkig, wenn ich nicht dusche. Duschen ist aber auch immer so ein Akt, wa? Ja, mega. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich hasse das, Haare waschen zu müssen. Ja. Also, ja. Ich hasse es. Ich habe eine neue Katze. Yes! Sage ich. Also, ich bin gelevel up. Das heißt, wenn ich jetzt keine krieg, dann... Ne? Okay. Werde ich Daumen drücken. Ich bin enttäuscht. Mich. Ganz alleine. Hast du keine Katze? Keine Katze. Aber ich gehe jetzt zur Anfangskatze. Vielleicht gibt sie mir eine Katze. Quest complete. Und? Geld. Und? Geld. Immer nur Geld. Immer nur Geld. Ich Katze. Ich glaube, ich versuche es nochmal mit der Spionkatze, weil da darf ich auch gleich was abgeben, wenn die mir jetzt nichts gibt, ja? Also das ist jetzt wirklich so der letzte. Last try. Gib mir eine Katze. Okay, wir haben Quest complete. Und? You found a new kitten! Halleluja! Yeah! Oh, in der silbernen Box. Das wird eine gute Katze sein. Griffin. Sie ist grün. Warte, macht das einen Unterschied, was für eine Farbe die Box hat? Ich denke. Also, ich habe noch nie so eine gehabt. Das ist eine neue. Okay. Aber jetzt bin ich auf einmal wieder ein Level höher ohne Grund. Ich verstehe das Spiel nicht. Ihr wollt mir einen verkaufen mit 7 für 7000. Da habe ich noch genug für. Ja. Zack. Welchen hast du genommen? Welche Farbe? Ich habe die Katze genommen. Die graue. Die graue, okay, ja. Okay. Dann nehme ich eine andere. Da-da-da-da! Und habe ich den jetzt ausgerüstet? Equipped, ja. Jetzt kann ich auch meine 6 Katzen hinter mir herrennen haben, glaube ich. Zack, ja. Ja, cool. Alles klar, perfekt. Okay, dann würde ich sagen, ab durch die verschlossene Tür. Wo ist sie denn? Die ist hier links die Treppe hoch. Hier? Ja. Yeah, da sind wir. In der Eiswelt. Im Winterland. Oh, wir müssen Medizin für die Katzen sammeln, so wie ich das sehe. Ach was. Ja, die kriegen auch mal Schnupfen. Krankenschwesterkatze haben wir jetzt. Die steckst du an mit deinem Coronavirus. Ja, genau. Erzähl das nicht. Nein, das glauben wir nicht. Ich habe kein Coronavirus. Ich habe nur genießt vorhin. Ja, ja, da würde ich aber, da habe ich was ganz anderes gehört. Was ganz anderes. Ich habe die letzten Tage ab und zu mal genießt und habe jetzt Angst, Corona zu haben. Nee, ich hab natürlich keinen. Also, es war ein Witz, falls es irgendjemand versteht. Ja, ja, jetzt glaubt es eh keiner mehr, Ronja. Jetzt kannst du es auch lassen. Ey, ich habe eine neue Katze, die heißt Gizmo. Und Gizmo ist gelb. Willst du sie sehen? Ja. Oh, sie ist Gizmo, ja sehr komm. Gelb. Ja, sie ist neongelb. Noch nie so eine Katze gesehen, Ronja? Nee, sorry. Nee? Nee. Es gibt immer ein erstes Mal. Ich habe noch eine neue Katze. Ich habe auch eine neue Katze. Jetzt kommen sie, ja? Wie kein... Girls! Paco habe ich. Paco. Paco. Paco ist eine kleine mexikanische Katze. Nein. Alles klar, oh mein Gott. So, dann haben wir jetzt hier unsere Katzenarmee angesammelt und... Jetzt können wir alte Katzenladies werden. Jetzt können wir alte Katzenladies. Ja. Lebensstil erreicht. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr die letzte Folge noch nicht geguckt habt, die ist auf Easys Kanal hochgeladen worden. Die ist auch nochmal in der... Ronja! In der Beschreibung verlinkt. Ansonsten abonniert auch diesen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!